Okay, Mom, you can come up here. Can you just tell us a little bit about, what's his name again? Wie heißt du? Heißt du? My name is Moritz. Oh, he speaks English, brilliant. We're going to great fun all together. Heißt Moritz. 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 Und Birgit. Okay. Can you just tell us a little bit? You don't mind doing this, do you know? Tell is this okay for dich, wenn du sprichst? Okay? Yeah, are you sure now? Okay, just come up here with me. Just tell us a little bit about him, and I'll do a quick correction with him, and I'll show you how we work in the child. Wenn du kurz nur erzählen kannst, was, warum er jetzt hier auf der Bühne ist, oder was mit ihm ist. Das ist eine lange Geschichte, gell? Er hat das Mobbing in der Schule, also extremes Mobbing. Ist auch ein bisschen abgesackt, jetzt im schulischen Bereich. Und, was trittst du mich? wir waren jetzt auch in der Schule. Und die Sachen halt eben erst total blockiert. Also alles, was Schule betrifft, ist nur noch Horror. Okay. Do you know, what did she tell you? Just a little bit of learning. He got bullied in school a lot. Right. And they went to a psychosomatic therapy and they said he's just completely blocked inside. Yes, okay. You sit down there, Mom. Let me explain about bullying, about energy, how people take energy from each other. Okay? Tom möchte kurz über Mobbing sprechen. You often hear people say, I feel drained with that person. Oftmals hört man Menschen sagen, ich fühle, dass diese Person mir Energie raubt. Or that person takes my energy. Oder die Person nimmt meine Energie weg. We all talk like this, don't we? Wir sprechen alle immer irgendwann mal so. What happens when people take your energy? What do they take? Was passiert, wenn Leute unsere Energie nehmen? Anyone give me an answer. What do they take? Was nehmen die Leute, wenn sie unsere Energie nehmen? Life force. Yes, go on. Life force. Noch was? Keep going. Self-trust. Selbstvertrauen. Happiness. Happiness. All good answers. Not the one I'm looking for, but information. All good. Information. Information. Anybody else? I will tell you what they're taking. Light. Licht. Light. Licht. Every DNA has 10,000 photons of light. Jede DNS hat Zehntausende von Photonen von Licht. That's what they take. Your light. Sie nehmen Licht. Because they don't have light themselves. Weil sie selbst kein Licht haben. The guy that's bullying this guy. Der Junge, der, oder die Jungs, die ihn mobben. He is bullying him because he's a good guy. He has lots of nice energy and lots of light. Weil er ein guter Junge ist und weil er viel Licht hat. The bully doesn't have it. Aber der ihn mobbt, he wants to steal it from you and take it from you. Aber der mobbt, möchte es klauen. He wants to take your light. Er möchte sein Licht. Because he doesn't have it himself, he's not happy. Weil die Jungs, die mobben, sind selbst nicht glücklich. And that's what happens to people who overwork themselves, who don't look after themselves, who they're full of negative emotion. Deswegen, they're overworked. Das passiert Menschen, die zu viel arbeiten und überarbeitet sind. They lose the light. Die verlieren ihr Licht. So then when they go home at the weekend, und wenn sie am Wochenende nach Hause who gehen, do they take the light from? Von wem nehmen sie das Licht? From their family. Von der Familie. And their children. Und den Kindern. That's why there's so much conflict. Deswegen gibt es auch so viel Konflikt in families. In Familien. Do you understand? Because there's a huge draining of energy. There's a constant search or constant craving of energy. Energy is light. Weil immerzu die Suche nach Energie und Licht vorhanden ist. And people cannot generate this light in themselves. Weil sie selbst das für sich nicht generieren können. Because they have lost connection with nature. Weil sie den Bezug zur Natur verloren haben. They're eating all the wrong foods. Weil sie das falsche essen. They're working too hard. Weil sie zu viel arbeiten. They're stuck in technology and computers all day. Weil sie den ganzen Tag sich an Computer und dem Handy. You know what I mean? They allow themselves to be pimped by multinationals and bosses and people who take all their energy. Und immer zu dem Geschäft und dem Chef folgen. And they are craving light. Und diese Leute suchen oder So they have to get light to survive. They'll take it from anybody they can get enough. Und sie suchen immer nach Leuten, von denen sie Licht bekommen können. By creating drama, by creating conflict. Constantly creating conflict. Durch das ständige Kreieren von Drama. That's how they get it. They get you going. They want to get you going so they can take your light, take your energy. Weil sie dadurch unser Licht oder unsere Energie bekommen können. And they can do it the most dangerous thing. They can do it without even talking to you. Und das am gefährlichsten ist es, ohne dass sie mit uns sprechen. They can say, I'm your best friend. Sie können sagen, ich bin dein bester Freund. Yeah, because I'm robbing her light. Ja, weil sie sagen, und dadurch ist die Energie raus. And then she gets sick. Und dann wird die andere Person krank. And she comes to someone like me or Avril or Andrew. Und dann kommt sie zu jemandem wie Tom oder Avril oder Andrew. And we say, you have a meridian malfunction from a female affecting you. Und dann finden wir heraus, dass einer der Meridiane nicht funktioniert aufgrund einer Person, die eine Freundin oder eine Familienangehörige. We get you to name them. Und sie könnte die Person nennen. And then you name a particular name. It can be anything. You say, that's it. We say, that's it. But she's my best friend. Und dann finden wir heraus, dass
die beste Freundin oder I said, der beste that's Freund. Why she's your best friend. Das ist die beste Freundin, diejenige ist, die Because die Energie she's stealing zieht. Your energy. You understand? Die beste, so der then, beste Freund klaut die Energie. And then I correct you. Then I correct this interaction. Und dann wird diese Interaktion korrigiert. And you come back a month or a few weeks later to me. Und ein paar Wochen später kommst du wieder in die Praxis. And I say, how are you feeling? Und sag, wie fühlst du dich? Oh, I'm feeling much better. Ich fühle mich viel besser. But I'm a bit sad. Aber ich bin ein bisschen traurig. Why? Because my best friend is not my best friend anymore. Weil meine beste Freundin She just wants to really know me now. Meine beste Freundin ist nicht mehr meine beste Freundin. Well, I says, you know why, don't you? Because she can't steal your energy. Weil sie nicht mehr die Energie klauen kann. Do you understand? And that sort of subliminal, subtle interaction is going on every day in workplaces, in home. There's a constant banter and stealing of energy and stealing light. Und das passiert einfach tagtäglich in der Familie, auf der Arbeit, im Berufsleben, wo immer zu Energie geklaut wird. And our lifestyles do not help this. Und unser Lebensstil hilft uns auch nicht viel. The worst time is on the phone when people download all their problems on the phone to you. Und das größte Problem ist am Telefon. You know, you watch two girls at school. And they have certain interaction with each other during the day. Und zum Beispiel zwei Mädchen in der Schule, die sich tagsüber austauschen. And then they go home in the evening. And they stand on the phone. Und dann gehen sie nach Hause und sind am Telefon. Für eine Stunde. And one girl is downloading all her stress to the other girl. Und eines der Mädchen lädt all ihre Probleme auf die andere Person herunter. That is the greatest form of vampirism or energy draining. Und das ist die größte Form von Energievampiren. When people ring you up constantly and download all their problems on the phone, you're in trouble. Wenn Leute am Telefon immer zu ihre schlechten Sachen ablassen. You might as well open your bank account. Man könnte genauso gut sein Bankkonto öffnen und den Leuten alles geben. This is the subliminal stuff that goes on every day in our world. Und das sind die nicht sichtbaren Dinge, die jeden Tag passieren. And we see this, we can pick all this up when we go into the subconscious. Aber wir können all diese Sachen finden, wenn wir ins Unterbewusstsein gehen. It's very plain to see all these dramas going on. Und es ist einfach zu sehen, diese wie die Dramen ablaufen. And we can help you end it. Aber wir können helfen, das Ganze zu lösen. What's happening with this guy here? Was mit ihm passiert? There's a meridian malfunction from this other guy affecting him. Also da ist ein Meridianfehler von einem der Jungs, der ihn beeinflusst. When I correct him, so wenn Tom ihn korrigiert, I correct the other guy. Korrigiert er auch den anderen Jungen mit. I stop him leeching his energy. Dadurch hört es auf, dass der andere seine Energie zieht. Okay, so we got to correct the other guy. Das heißt, wir korrigieren den anderen Jungen, to protect him. Um ihn zu schützen. So there's 1, 2, 3. So there's 4 different types of malfunctions, different energy. He's like 4 antennas into him. Das sind sozusagen 4 Verbindungen von dem anderen Jungen zu ihm. Taking his energy. Die seine Energie rauben. Okay. So I want to stop that going on. Und Tom möchte, dass das aufhört. He's basically a healthy child. His hemispheres are good. Seine Gehirnhälften sind gut. His Does he have any learning difficulties? You said any learning difficulties? Hat er andere Lernschwierigkeiten? Ja, yeah. Okay. Let me just check here. Watch my finger. Schau mal auf den Finger. Nur auf den Finger schauen mit den Augen. Now you see his left eye coming in. Now watch his left eye moving itself. Look. Das linke Auge bewegt sich. Can you see that? Ganz normal. The left eye is coming in. This eye is not. So it's the right hemisphere. His right hemisphere is not connecting to his left eye. So das die rechte Hirnhälfte ist nicht zum linken Auge verbunden, wie es sein sollte. It's 80% connected. Nur 80%. Birthshock. Geburtsschock. Okay, Birthshock. Okay. His heart energy is functioning correctly. Seine Herzenergie ist His cranial bones are functioning correctly. Die Schädelknochen sind okay. Okay, his sutures are functioning correctly. Die Verbindungen zwischen den Schädelknochen his sind okay. His cerebrospinal fluid is functioning correctly. Die Rückenmarksflüssigkeit, die gepumpt wird, ist It's okay. Just a slight disconnection between the right brain and the left eye. Ist nur eine kleine, nicht ganz optimale Verbindung zwischen dem linken Auge okay. und der rechten Hirnhälfte. His energy is 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 91, 2. So overall he's like 92 out of 100. So alles in allem, he's a healthy child, apart from that. Alles in allem ist er bei 90%, das heißt, er ist ein gesundes Kind. This can be corrected very easily. Und diese Geschichte zwischen den Hälften can correct this, no problem. Kann sehr einfach korrigiert Even werden. Even now I will correct his eye. Did you all see his eye moving? One eye moving and the other eye not? Did you see that? Habt ihr das, die in der ersten Reihe, zweiten Reihe, haben das gesehen mit dem Auge, ja? We'll just see how quick I reverse this. I'll just download new software here straight away. So die neue Software wird jetzt heruntergeladen. Okay, let's go back. Pre-birth, birth shock, no. Vaccine damage, no. We go back into 9, 8, 7, 6 months in utero. I've got to go back to 6 months in utero to find where the software is damaged. Also 6 Monate im Mutterleib war. And it's a malfunction meridian.
War auch wieder ein Meridianfehler. From mom's side, going back 1, 2, 3, 4, 5, 8 generations. 8 Generationen von der Mutter zurück. He downloaded in 6 months in utero. Im 6. Monat im Mutterleib. Chakras. It affected his auric fields. His first auric field, what they call the Kundalini, which was like the governing of central meridian. They were affected in utero. Das heißt, das erste aurische Feld war dadurch beeinflusst. Okay, I've identified that. There is energy left with mom, yes. 5, 10, 15, 20% of the energy that should have come through is still with mom. 20% der Energie ist noch bei der Mutter. But once I've identified it now, I'm going to make a connection. Okay. Sobald es identifiziert ist, wird die Verbindung hergestellt. Once I've identified it automatically, that goes once I've identified it. Sobald es identifiziert ist, because you want to give it to him, don't you? Of course you do. You want to give him back his power. Isn't that right? You want to get your power back? Okay, a little shock caused it, a shock can correct it. Ein Schock kann das Ganze fehlerhaft machen, ein Schock kann genauso gut das Ganze wieder korrigieren. Watch his two eyes coming in normal, look. Watch this, look. Can you see that? Two eyes are coming in, just like that. We've reversed it straight away. So, if this was bad enough, this eye would be dyslexic. It wouldn't be able to convert the image. Even already, it was causing problems converting the images. Do you understand? Das heißt, wenn dieses Problem schlimmer wäre, dann könnte er Legastheniker werden oder so hätte werden to, können. Now he'd be able to convert them. Aber jetzt ist sein Gehirn in der Lage, die Bilder umzuwandeln. We would like to do a little bit more work with them now. I've only just demonstration and did a quick correction, but we would like to build on this if you want. Okay? Also Tom würde gerne noch ein bisschen mehr machen als diese 10 Minuten mit ihm. Okay. Für heute. Give me 5. Good boy. Great stuff. Give me a clap.